Ah, zu Hause, wer keinen Stock hat, vielleicht so einen Stock vom Schrubber oder was rausgeschraubt. Ja. Zuerst die Schultern. Ah, Schultern, nur Schultern auf, runter. Öffnen die Lymphknoten, Brustkorb und die Lymphbahnen im Brustkorb. Und so auf zu, so mit den Händen, so Finger ein bisschen trainieren. Und wer möchte, kann vielleicht so ein bisschen fester sogar greifen. Und dann wieder Schultern auf und ja, voll gut. Ja. Wenn es knackt, naja, das Hauptsache, man bringt es locker. Wenn du leise sprichst, dann. Ah, als ob wir was ganz hoch auf irgend so ein Regal drauf tun. Also immer rauf, Schultern rauf, rauf. Okay. Und dann vor zurück. So dass so aus den Schultern ist vielleicht ein bisschen schwieriger die Übung. Wenn es schwierig ist, so umzusetzen, kann man das an der Wand probieren, dass man die Schultern so von der Wand wegnimmt, auf die Wand drückt, wegnimmt, Wand drückt. Aber das schaut gut aus, genau. So, Hauptsache es gehen Schultern und die Schulterblätter, die gehen hier auch mit. Ja? Okay. So ein bisschen links, rechts. Vorsicht. Etwas höher, links, rechts. So parallel zum Boden. Und guck, dass das Becken sich nicht so viel bewegt, das Becken und mehr der Oberkörper bewegt. Schultern, Brustkorb. Ah, damit wir so eine Rotation hier in den Rippen auch aufbauen. Das für die Lunge, für den Kreislauf hier im Brustkorb. Und dann oben das Gleiche. Ja, 75 Grad nach oben. Ach, 135. Und hoch. Links, rechts. Ach, nur Oberkörper, genau. Guck, dass das Becken vielleicht nicht so viel bewegt. Oberkörper, Brustkorb, wieder Lunge, Schultern.
und nehmen das weiter und hinten rum, hoch, ja genau, hinten und auf, um hier den Brustkorb noch mehr zu öffnen. Hier gehen die Hände runter, Brustkorb geht auf, Schultern zurück. Und jeder in seinem eigenen Tempo. Egal, manche machen dann fünfmal ein bisschen schneller, manche machen drei ganz langsam. Und dann vor, auch den Stock hier weit auseinanderhalten, so breit, an die Ohren und dann links, rechts. Ah, okay, so an die Ohren, ohne links, rechts, ab. Auf, so dass die Oberarme so genau am Ohr sind ungefähr. Auf, ab und hoch. Stock in der Mitte. Und wie beim Umrühren, so Riesentopf. Und geht weit nach vorne, damit die Rückenmuskeln hier auch ein bisschen gestreckt werden. Ja, und wiederum das Becken weniger bewegen. Oberkörper und hier die Seiten, die Flanken des Körpers hier mitstrecken. Andere Richtung. In einem Arm seitlich und rotieren, ausgestreckt, Schulter hoch ungefähr. Genau. Knackst? Ja. Ist bei jedem anders. Wir haben jetzt Brustkorb geöffnet, hier Lymphe, Hals. Im Bauch haben wir hier auch so einen Speicher mit Lymphflüssigkeit, das muss hier auch gut fließen. Da haben wir Übungen dafür gemacht. Beine und Füße. Als nächstes. So. Ah, okay. Linker Fuß. Sofort zurückrollen. Genau, besser bei euch, vielleicht nicht auf der Matte, auf dem Boden. Weil die Matte ist zu dick. Ha? Nun, guck mal, die sind dick, viel zu dick. Die Matte. Ah, ihr könnt, guck mal, ein bisschen so nach innen ins Fußgewölbe reingehen und ein bisschen aus auf die Fußkante drauf gehen. Und den Ballen drauf und streckt mit den Zehen dann zum Boden nach unten. Und dann auf, ziehen, auf, ab. Ferse, Ferse auch auf dem Boden und streckt runter mit den Zehen zum Boden. Zehen. Mit allen Zehen den Stock greifen. Anderer Fuß. Erst vor zurückrollen. Okay.
Und ein bisschen auf die Innenkante. Außenkante. Naja, die Wirkung, die geht durch den ganzen Körper, spürt man. So, und dann nur die Zehen. Wieder Ballen da drauf, Ferse am Boden und mit den Zehen zum Boden strecken. Und Zehen auf und ab, auf, ab. Okay, wir machen das so, dass wir den Stock nehmen und hinten die Waden massieren. Und auch hier kann man so ein bisschen links, ein bisschen rechts gehen. Und dann man kann auch in die Knie anwinkeln, ein bisschen tiefer gehen und weiter. Und dann die Oberschenkel. Dann die Hüften links, rechts. Popomuskel. Ja. So die Seiten hier auch. Hüften. Hält es jetzt so, Daumen nach außen, genau mal umgreifen und weiter. Damit wir auch die Arme hier ein bisschen mittrainieren. Und hier Stück für Stück runter wieder. Zuerst Oberschenkel und auch die Waden dann. Und hoch. Brustkorb wieder strecken, so durch, genau, in die Ellbogen rein. Und Brustkorb weit öffnen. Der Sinn ist der, dass wir die Lymphe, die wir jetzt aktiviert haben, zum Fließen, Oberkörper auch aus den Beinen, dass sie hier in das Innere des Oberkörpers hineinfließt. Die Lymphe aus links und rechtem Bein, die geht in die linke Kammer hier nach links rein, in den Oberkörper. Und massieren jetzt den unteren Rücken und Rücken hier ein paar Mal, bis das Gefühl kommt, dass es ausreicht und ordentlich ist, und dann Bauch vorne. Ja. Wir haben, wie gesagt, linke Seite gemacht, jetzt die rechte Seite gemacht, nur den Bauch. Bauch und rechte Seite, das ist hier die rechte Seite des Lymphsystems. Und die linke haben wir gemacht, die ist mit beiden Beinen dann verbunden.
Und nimmt es ein bisschen weiter den Stock, weit außen. Und noch ein bisschen mehr mit dem Brustkorb. So fließt die Lymphe. Anspannen, entspannen. Anspannen, entspannen. Gut, Stock ab. Ihr könnt euch hinsetzen oder stehen für die nächste Übung, aber Stock erstmal ablegen. Ah, okay. Also wir ziehen jetzt auch hier die Lymphe runter. So eine Gabel mit den zwei Fingern. Und dann hier am Halsmuskel, der ist ganz gut fühlbar, so Muskelstrang links und rechts bis in die Schlüsselbeine. Und hier mit zwei Fingern oder mit allen Fingern vom Kopf runterziehen. Hier in die Mulde zwischen den Schlüsselbeinen. Und dann von hinten vom Trapezmuskel nach vorne ziehen das Ganze. Und gehen von der Mitte dann nach links, nach rechts. Mit beiden Händen nacheinander. Hinter den Ohren ziehen wir das auch runter vom Kopf in den Hals, damit die Lymphe dann in den Körper zurückfließen kann. Und auch wieder von hier hinter dem Rücken vom Trapezmuskel, das kann man auch sehr intensiv machen, damit die Wirkung auch in die Muskulatur, ins Gewebe reingeht. Am besten gegenüber, genau wie Inga das macht, nicht dieselbe Seite, sondern rechte Hand zieht es auf der linken Seite runter. Und dann wieder von der Mitte alles hier. Fünf Knoten sind ja unter der Achsel, unter anderem, und das dann runterschieben. Stirn. Als ob man so eine klitzekleine Gummikappe draufzieht, über die Stirn, über den Kopf. So eine Schwimmmütze. Und von der Nase, Nasenrücken hier runter, genau Richtung Mund, Richtung Mundwinkel. Das hilft sogar beim grauen Star oder grünen Star. Oder wenn man mit der Nase Probleme hat, schnupfen, genau, Nasennebenhöhlen, wenn die zu sind, hier, das hier so runterziehen. Und dann lassen wir das oder schieben das weiter vom Gesicht. Die große Kanalisation quasi nach unten, so kann man das sagen, in den großen Speicher hier auf der Höhe des Zwerchfells. Und von Brustkorb oben, von den Schlüsselbeinen hier runter, unter die Achsel, alles reinschieben. Oberarme, Rückseite, Trizeps. Oberarme, Rückseite, genau. Und genau, hier nach vorne ziehen.
Seitlich an den Rippen, unter dem Arm, nach vorne zur Mitte. Anderer Arm. Und alles in die Mitte ziehen. Als ob man das T-Shirt hier nach vorne drehen möchte. Und das T-Shirt klebt an der Haut, also die Haut mitdrehen. Da sind die Muskeln, nur Nackenrest. Da sind die Muskeln sind so über Kreuz angeordnet. Also quasi so schräg und so. Genau. Und die ziehen wir so nach vorne. Okay. Und klopfen ab. Die Seiten. Ja, genau. Reinigen Sie Lunge, Bauch und Nieren. Ah, mit Ton. Ah, oder am. Weggeputzt alles. So. Okay, ihr könnt euch sogar Löscherboden auf die Matte hinlegen. Genau, auf die Matte, runter auf den Boden. Ja, ich lege mich hin. Ihr könnt euch auch hinlegen mit dem Stock und die Inga bleibt stehen, weil die zeigt uns, was wir machen dann. Okay, so also ruhig mal auf den Rücken. Der Stock über dem Kopf. Okay. Oh, hinten nach hinten strecken. Und vorne runter. Ein. Aus. Bauch.
Rollen, so damit der Bauch sich entspannt. Außen, außen. Ein. Aus. Ein. Oben und links, rechts. Links. Rechts. Entspannen. Das Problem ist entspannen. Und die Atmung. Langsam die Atmung ein. Aus. Nochmal links, rechts, links, rechts, links, Beine hoch, zusammen oder eins? Ein rechts, Bein links, stehen. Rutschig. Dort, links, rechts. Und zieh hoch an die Fußspitze mit dem Stock. Und zurück, wieder hingelegt. Und dann. Und an die Füße strecken. Das ist Schlacken für Leber und Darm. Und wieder ab. Aus. Und versucht unter die Fußsohle zu kommen. Über die Füße, genau. Knie anwinkeln, Knie herziehen, genau. Genau so. Auch wenn das so ist, nochmal bitte probieren. Kleine Herausforderung für heute. Wenn es nicht klappt, dann unter die Kniekehle. Wenn es unter die Füße, unter die Kniekehle zumindest. Okay. Ja, unter die Kniekehle geht auch. Aber wenn ihr das unter die Kniekehle habt, greift den Stock dann von der Innenseite. Ah, Knie. Ah. Die Knie in den Knie 90 Grad, wir ziehen die Hüften so zum Bauch und Füße vor zurück. Füße im Kreis. Aber jetzt gut. Und Stock weg. Käfer, zappelnder Käfer. Arme Beine zappeln. Okay. Füße auf runter. Wenn es schwierig ist, hält die Beine fest, hängt mit den Armen. Und Fahrrad. Fahren nach vorne.
Und großer Kreis. Wir haben so ein Fahrrad mit langen Pedalen. Sind gekommen, haben gesehen, die Brücke ist zu, fahren rückwärts, also drehen mit den Beinen rückwärts. Okay. Genau, gute Arbeit für die Knie, für Oberschenkelmuskulatur und ein bisschen noch. Okay. Füße zusammen und ab auf den Boden. Arme auf, mit den Armen ein bisschen zappeln. Und jetzt die Arme auf, vor, so die Fingerspitzen runter, hoch. Und im Kreis die Hände. Und in andere Richtung der Kreis. Und Tigerkralle fest, die Finger fest und auch Finger im Kreis. Andere Richtung. Ausschütteln. Arme, Hände, den Kopf, Brustkorb offen. Okay, Augenübung. Augen hochrollen, runter. Hoch, runter. Wieder hoch, runter. Weit nach links schauen. Nasenspitze. Schnell blinzeln, ja. Ah, fest zusammen kneifen die Augen, zusammendrücken. Hände wärmen. Und auf die Augen drauf. Pumpen, so ganz vorsichtig auf die Augen pumpen. Und halten die Hände auf den Augen. Und mit verschlossenen Handflächen Augen öffnen. Die Hände sind noch drauf. Und die Handflächen langsam nach Seite zurückziehen. Ah, Lippen nach vorne, nach oben strecken, wie beim Handkuss, oben zur Decke. Lippen voll ausstrecken. Und kreisen so diesen Kussmund in eine Richtung kreisen. So 10, 15 Mal in eine Richtung, 10, 15 Mal in andere Richtung. Dobbiamo
Entspannen das Gesicht nochmal machen, wieder am und klopfen am Unterkiefer. Und lassen den Unterkiefer auch mit vibrieren, das Gesicht. Am, 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 am. Okay. Zunge hochstrecken und Zunge herausgestreckt, rauf, runter, so weit wie es geht. Mund wieder schließen. 15 Mal geschlossen, die Zunge von links nach rechts kreisen. Und andere Richtung dann. 10, 15 Kreise. Klopfen. Wangen. Mit Fingerkuppen. Stirn. Und die Vibrationen, die Stirn hochleiten, als ob das so eine Spülung, Vibrationsspülung nach oben ist. Und weiter ein bisschen abklopfen. Und Bauch ein bisschen, Beine hoch bis zu den Füßen. Leiste. In der Leiste. Alle schlechte Energie vom Körper runterziehen, wegschmeißen von Armen, von Beinen, abziehen, weg und ganz neu, ganz locker, entspannt. Und wir spüren und stellen vor, wie durch Fußsohlen, Handflächen und Kopf leuchtende goldene Energie in den Körper reinfließt und beim Ausatmen durch den Bauchnabel herausfließt. Und füllt jede Körperzelle mit Lichtenergie.
mal tief ein und aus. Einatmen durch die Füße, Handflächen durch den Kopf. Von allen Seiten und durch den Bauchnabel aus. Füße heranziehen, Knie hoch und die Knie ganz langsam entspannt, mal nach links, mal nach rechts bewegen. So dass wir auf dem Kreuz so ein bisschen links, rechts rollen. Nicht so sehr, nicht so weit, ganz langsam. Und rollen auf die rechte Seite. Und liegen auf der rechten Seite kurz. Und drücken uns hoch. Mit der linken Hand hochdrücken und auf. Okay, und sind wieder zurück zum